hat LVMH Rolex gnadenlos ausgebotet in Sachen Formel 1. Es macht den Anschein, und das ist ein dickes Ding, über das wir reden müssen. Ebenso über die Pepsi GMT, Ladenhüter oder Resteverwertung. Was zum Geier ist da los? Was euch drohen kann, wenn ihr eure Neo Vintage zu Rolex in den Service schickt. Auch das ein Thema, was aktuell das Forum beschäftigt. Sesselrücken ist angesagt bei Richemont und auch bei LVMH. Auch da schauen wir uns genauer an, wer da nun welchen Posten verliert oder gewinnt oder was auch immer und was da los ist. Wir haben jede Menge Neuvorstellungen. Wir haben Longines, wir haben Certina, wir haben Breguet und wir haben Tudor. Von jedem Preissegment also irgendwie was dabei heute. Eine Neuheit, die konnte ich mir sogar live anschauen, und zwar bei einem sehr coolen Event in Berlin. Da nehme ich euch hin mit, genauso nach München, wo ich mir die neue Vacheron Constantin Boutique angeschaut habe, und in Wien die neue Cartier Boutique. Auch das zeige ich euch. Dazu jede Menge Forentalk und ein paar Reiseimpressionen gibt es auch noch. Das alles und mehr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Servus und hallo, willkommen bei Luxify zu einer neuen Weekly Session Nummer 65, und ich freue mich ganz besonders auf diese Session heute. Ich habe jetzt lange kein Video mehr gedreht und es gibt viele, viele, viele neue Themen, viele interessante Themen, und ja, fangen wir doch gleich mal an. Eigentlich, ich hatte es ja im letzten Video schon angekündigt, wollte ich euch in ganz anderer Umgebung begrüßen, nämlich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Ich war wieder unterwegs in Sachen Kreuzfahrt, und zwar im hohen Norden in Island und auf den Färöerinseln. Was ich allerdings nach 9 Monaten Kreuzfahrtabstinenz, tatsächlich, so lange war ich nicht an Bord, vollkommen verdrängt hatte, wie anstrengend doch so eine Reise sein kann, wie wenig Zeit man hat und wie wahnsinnig schlecht das Internet an Bord heutzutage noch sein kann. Insofern keine Chance, da ein Video zu machen, zu drehen oder hochladen, schon mal gar nicht. Deswegen hier wieder in vertrauter Umgebung mit 2 Wochen Verspätung quasi, sorry dafür, aber die 2 Wochen waren gar nicht mal so schlecht, denn in den 2 Wochen ist auch wieder noch ordentlich was passiert und viele interessante Dinge, die eben heute noch in das Video einfließen. An meinem Arm heute und auch auf der Reise die Pepsi GMT, da ist sie wieder. Ja, ich soll doch am Anfang des Videos mal eine Vorstellung der jeweiligen Uhr machen, schrieb mir Björn. Einen kleinen Wristshot schlug er vor und ein bisschen was darüber erzählen, warum ich gerade diese Uhr trage. Schöne Idee, machen wir. Warum diese Uhr? Ihr kennt die wechselhafte Geschichte meiner GMT mit der Lünette, die getauscht wurde, die dann auch noch kaputt zurückkam, die wieder getauscht wurde. Ein riesiges Drama. Ja, es gab kein Happy End, aber vielleicht doch. Jedenfalls, sie ist wieder am Arm. Grund dafür ist ein Aufregerthema, zu dem wir nachher noch kommen und zu dem das ganz gut passt. Außerdem herrscht in Island ja eine andere Zeitzone. Insgesamt gab es 4 Zeitzonenwechsel während der Reise, also auch dafür eben die perfekte Uhr. Unterwegs war ich übrigens auf der Regent Seven Seas Splendor, einem der luxuriösesten Schiffe der Welt. Und was man sich darunter vorstellen kann, wir wissen, die Definition von Luxus ist ja oftmals höchst individuell. Das werde ich euch noch in einem anderen Video zeigen. Das wird aber noch eine Weile dauern, denn es sind wieder viel zu viele Bilder und Videos entstanden während der Reise, die ich jetzt erstmal sichten muss. Heute für den Anfang aber zumindest mal ein paar kurze Impressionen von Bord, von der Reise, bevor wir dann mit den ernsteren Themen weitermachen. Schön, oder? Aber kommen wir zu den heißeren Themen, wobei warm war es in Island auch. Wir hatten super Wetter, wie man auf den Bildern sehen konnte, aber so warm wie hier. Wir haben jetzt gerade 29,4 Grad unter diesem Bildschirm. Wenn mir also irgendwie der Schweiß irgendwann runterlaufen sollte, seht es mir nach. Es ist echt super warm hier, aber ich will nicht meckern.
bin ja froh, dass der Sommer da ist und nicht so ein verregnetes Irgendwas da draußen. Insofern passt das schon. Ganz großen Dank erstmal an den Andreas. Der hat mir während meiner Abwesenheit zwei Aufreger-Themen zugespielt, die mir wahrscheinlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen wären, weil, wie gesagt, Internet war schlecht. Ich konnte jetzt gar nicht viel surfen, aber er hat mir das geschickt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle stellvertretend für alle anderen, die mich immer wieder mit Infos versorgen zu Themen, die wir dann hier in der Sendung verhackstückeln können. Rolex verlässt die Formel 1. Das besagen Gerüchte. Nach über 10 Jahren als globaler Partner sollen sich die Genfer zum Ende der aktuellen Saison aus dem Sponsoring der wohl berühmtesten Rennsportserie der Welt zurückziehen. Ja, was ist denn da los? Genaues, wie gesagt, weiß man nicht. Es soll ums schnöde Geld gehen. Es heißt, dass LVMH, Arnaud und sein Konzern, 150 Millionen Dollar pro Saison bieten. Das soll angeblich das Dreifache dessen sein, was Rolex zahlt. Und ja, die Formel 1 ist dann doch dem Geld nicht abgeneigt und scheint wohl dazu zuzuschlagen. Ich habe bei Rolex natürlich direkt nachgefragt und ich bekam auch eine Antwort, eine sehr Rolex-typische Antwort. Und zwar in einer Mail, die dann direkt aus Genf kam an mich. Da stand drin: Regarding your request, we have no comments to make. Ja, das ist in der Tat sehr vielsagend und klingt alles andere nach als nach einem Dementi. Es scheint also so, als wäre was dran. Welche Marke könnte da einspringen? LVMH hat natürlich viele, aber seien wir ehrlich, so richtig in Frage kommt eigentlich nur eine und das ist Hublot. Nein, Tag Heuer natürlich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich an Formel 1 denke, denke ich immer noch und seither ewig immer an Tag Heuer als Marke. Und ich muss sagen, als Rolex damals dieses Sponsoring begonnen hat, war ich nicht wirklich ein Fan davon. Ich habe mir gedacht, das passt irgendwie nicht so ganz zu Rolex. Also zu Rolex passt Golf, passt Pferdesport, passt Kunst, Kultur, all diese Sachen. Aber Formel 1 war irgendwie nicht so, weiß ich nicht, für mich nicht so wirklich das Wahre, obwohl ich Formel 1 sehr mag und Rolex sehr mag. Bei Tag Heuer passt das meines Erachtens deutlich besser. Die haben ja auch die passende Uhr dafür. Da können wir uns nachher dann noch auf weitere 1000 wie viel Dollar Plastikuhren freuen, die dann rauskommen. Naja, warum nicht? Gespannt bin ich jedenfalls, wie es mit dem Sponsoring weitergeht bei Red Bull Racing. Da ist ja Tag Heuer aktueller Sponsor. Angeblich soll auch das Ende des Jahres auslaufen. Und ist halt die Frage, wenn man jetzt globaler Sponsor ist, ob man dann auch noch zusätzlich ein Team sponsert. Da wäre es mal interessant, weil ja sowohl das Alinghi Red Bull Racing Team als auch das Zweitteam von Red Bull beide schon bei Tudor sind. Das wäre doch mal spannend, wenn sich Tudor dann im Gegenzug eben das Red Bull Racing Team schnappt. Was sagt ihr dazu? Formel 1 ohne Rolex, ist das möglich? Findet ihr das gut? Sagt ihr, Tag Heuer passt besser oder sie hätten lieber bei Rolex bleiben sollen? Schreibt mir gerne eure Meinung hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr möchtet. Apropos Tudor, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Posts, eure Nachrichten zur letzten Session. Das war ein echtes Aufregerthema. Es gab unwahrscheinlich viel Feedback überall auf allen Kanälen. Es war wahnsinnig spannend für mich, das zu lesen und mitzudiskutieren. Hat mir echt Spaß gemacht. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Ja, nur dieses eine Meme, was da auf Instagram die Runde machte, wo mein allererster Satz vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wurde, das war echt gemein. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das viral geht, aber dann kam ja Gott sei Dank die Hawk-2-Sache dazwischen und ja, besser war das. Aber kommen wir zurück zu Rolex. Es ist was Unglaubliches passiert, was ich da im Forum gelesen habe. Worum geht es? Es gab eine Anfrage im Forum von einem User, der eine Rolex GMT Master 2 besitzt, eine 16710. Und er hat eine Pepsi-Lünette verbaut und fragte nun im Forum an, wie er denn herausbekäme, welche Lünettenvariante bei Auslieferung verbaut gewesen
sei. Warum will er das wissen? Weil er will seine Uhr zu Rolex einschicken, zwecks Revi, und schrieb, dass er es schade finden würde, wenn das Pepsi-Inlay dann getauscht würde gegen das, mit der die Uhr ausgeliefert wurde, damals in den, keine Ahnung, 90er, 2000er Jahren. Nun entgegnete ich mit voller Überzeugung und voller Inbrunst, dass das nicht passieren würde, denn diese Uhr gab es in den letzten Jahren ja mit allen drei Varianten, Lünettenvarianten, voll schwarz, blau-rot und schwarz-burgunderfarben. Das gab es, deswegen wird da auch nichts getauscht. So, dann meldeten sich allerdings einige Forenmitglieder und meinten, doch, doch, das wäre jetzt neue Politik. Seit etwa einem Jahr gibt es die Uhr nur noch im originalen, ursprünglichen Auslieferungszustand zurück. Der Themenstarter schrieb dann, dass er in Köln angerufen habe und ihm das dann auch so bestätigt worden sei. Bei einem Service würde wieder die Lünettenvariante verbaut, mit welcher die Uhr einst ausgeliefert wurde. Ja, dann hat er danach gefragt, ob er vielleicht im Voraus die Information einholen könnte, mit welcher Lünette denn die Uhr ursprünglich ausgeliefert wurde. Da hieß es dann, die Information, die gibt's nicht. Gut, das hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Den Rest allerdings, den fand ich wirklich unglaublich, denn es ergibt so überhaupt keinen Sinn, zumal damals ja wirklich die Lünetten munter hin und her getauscht wurden und teilweise die Konzessionäre alle drei Farben damals mitgegeben haben oder vielleicht, das weiß ich nicht, ob es so war, ob sie es durften oder nicht, aber vielleicht haben sie gesehen, okay, die blau-rote verkauft sich besser als die schwarz-rote, also wechseln wir das Lünetten-Inlay und stellen es dann so ins Fenster. Keine Ahnung, ob sie das durften, wie gesagt, damals. Aber wenn es so wäre, dann würde das bedeuten, man hat damals eine Uhr gekauft, hatte die vielleicht auch schon mal beim Service, alles gut, würde sie jetzt zum Service bringen und auf einmal käme die Uhr mit einer anderen Lünetten-Inlay zurück. Das wäre sehr, sehr, sehr befremdlich. Und man könnte das Ganze ja noch weiterspinnen, denn es gab ja auch verschiedene Bandvarianten für diese Uhr. Die GMT Master 2 16710 wurde ausgeliefert, wahlweise mit einem Oysterband oder einem Jubiläband mit Kastenschließ. Es gab dann teilweise eine Zeit lang die Option des Submariner Bands, damit man halt die große Schließe mit dem Sicherheitsbügel hatte. Das fiel dann weg, als dann irgendwann die kleine Fliplock-Schließe kam mit eben diesem Sicherheitsbügel dran. Dann kamen die SEL-Bänder, das Jubiläband blieb aber noch bis zum Produktionsende, zumindest in den Schweizer Preislisten habe ich es gefunden. Ja, was, wenn da jetzt auf einmal die Uhr mit einem anderen Band zurückkommt? Das wäre ja auch krass. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie hier bei meinem Oysterband da innen drin so diese Kratzer gemacht haben, von wegen nett original Auslieferungszustand. Keine Ahnung, kann ich ja froh sein, dass sie es nicht gegen das Jubiläband getauscht haben. Wobei, nö, hätte ich eigentlich ganz gut gefunden, wenn sie es gemacht hätten. Na, wobei, das Oyster gefällt mir mittlerweile auch ganz gut. Kommen wir später zu. Wie gesagt, das alles klang für mich ein bisschen unglaublich, aber wenn es denn so geschrieben ist, dann wird es wohl stimmen. Trotzdem habe ich gedacht, na, ich frag mal nach in Köln. Hab dann dort angerufen, hab eine Mail geschrieben, hab eine Antwort bekommen und zwar sehr schnell. Vielen Dank an dieser Stelle. Und diese Antwort, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es ist nämlich so, Rolex sagt, wenn ein Kunde seine Uhr zur Revision zu Rolex Deutschland gibt, so erhält er, bevor irgendetwas gemacht wird, erstmal einen Kostenvoranschlag. Und in dem Kostenvoranschlag steht genau drin, was gemacht werden muss, was getauscht gehört etc. Dann hat der Kunde die Wahl, ob er dem zustimmt oder nicht. Wenn er jetzt sagt nein, dann kommt die Uhr so, wie sie war, wieder zurück zu ihm, unrevidiert. Natürlich, wenn er den Kostenvoranschlag bestätigt, dann und erst dann beginnt man in Köln mit der Arbeit. So, das heißt, bevor die Revision startet, passiert erstmal gar nichts und das, was bei der Revision passiert, das weiß man vorher. Es sei denn natürlich irgendwas Unvorhersehbares passiert, irgendwas geht kaputt oder so, muss dann doch getauscht werden. Sowas kann natürlich passieren, aber darum soll es jetzt hier in dem Fall nicht gehen. Jedenfalls, und das fand ich besonders interessant, bezogen eben auf die GMT Master 2, die 16710, wurde mir explizit gesagt, ja, wenn die Uhr mit einer Lünette kommt, die kaputt ist, die Kratzer hat, die ausgeblichen ist, was auch immer, dann wird die Lünette getauscht. Das steht dann aber, wie gesagt, bereits im Kostenvoranschlag. Aber die Uhr kommt immer mit der Lünettenkonfiguration zurück, mit der sie der Kunde einliefert. Also nichts
Original-Auslieferungszustand anno dazumal, sondern ihr liefert die Uhr mit einer Pepsi-Lünette nach Köln, ihr bekommt sie mit einer Pepsi-Lünette wieder zurück, ihr habt die schwarz-burgunderfarbene drauf, ihr bekommt sie mit einer schwarz-burgunderfarbenen zurück oder ihr habt die schwarze drauf, dann bekommt ihr sie mit der schwarzen wieder zurück. Wie gesagt, das ist eine offizielle Info von Rolex Deutschland direkt aus Köln, die ich euch weitergeben möchte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es deckt sich mit dem, was ich aus den letzten Jahren so an Erfahrungen gesammelt habe. Also so soll es anscheinend immer noch sein. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht diesbezüglich? Hattet ihr schon eure GMT in Köln? Schreibt es mir gerne, was eure Erfahrungen so waren, hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr möchtet. Das Ganze soll übrigens auch international so gehandhabt werden. Wenn ich mir aber so meine Uhr am Handgelenk anschaue, dann ticken die Uhren in der Schweiz vielleicht da doch noch ein bisschen anders, weil bei mir hat man nicht vorher irgendwas geschrieben, dass man irgendwas austauschen würde, dass man das Lünetteninlay austauschen würde. Da stand mal gar nichts. Naja. Ja, die Pepsi. Ich habe es ja im Herbst gesagt. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Uhr nach all dem, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich packe sie jetzt erstmal ins Schließfach. Ich lasse sie ruhen bis zum nächsten Sommer und dann probieren wir es nochmal zusammen. Und das ist jetzt passiert. Grund dafür ist ein Thread, zu dem kommen wir jetzt gleich. Was ich aber einfach sagen muss, aufgrund der anderen Lünette und des Oysterbandes, was ich ja aktuell jetzt an der Uhr habe, hatte ich in den letzten Wochen echt das Gefühl, eine komplett neue Uhr am Arm zu haben. Und klar, wenn ich Bilder der Uhr von früher sehe, mit dem alten Inlay, da werde ich zwar immer noch etwas wehmütig, aber wie heißt in der Fledermaus von Johann Strauss doch gleich? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist in diesem Sinne. Der Thread, wegen welchem ich die Uhr reaktiviert habe, wieder rausgeholt habe, der lässt einen auch so ein bisschen ratlos zurück. Was ist da passiert? Ein User hat seine Pepsi GMT bekommen. Die hatte er zwar eigentlich abbestellt, wollte sie gar nicht mehr haben, dann hat ein Konzi aber angerufen und hat gesagt, hab doch eine da, so kann es halt manchmal gehen. Glückspilz eigentlich. Dann kam so ein paar Tage später die Nachricht, ja, irgendwie gefällt ihm die Uhr jetzt doch nicht so richtig, weil das Blau, das wäre ihm alles zu lila und das Rot sieht komisch aus und ja, irgendwie hat er keinen Spaß an der Uhr. Und wenn man sowas liest, dann ist eigentlich ganz klar, ja, da hat einer so eine schöne Uhr bekommen, Glück gehabt und dann denkt er sich, ach ja, na schau, oh, die zweite Sekundärmarktpreise sind ja immer noch ganz oben, das ist ja schnell verdientes Geld, dann hauen wir die doch raus. So dachte ich das auch in dem Fall, bis ich Bilder der Uhr gesehen habe und da war ich dann doch etwas verwundert, weil was dort zu sehen war, war eben eine wirklich sehr frühe Lünette oder ein sehr frühes Cerachrom-Inlay mit diesen Fehlfarben, die es halt früher gab, die es aber seit einigen Jahren eigentlich nicht mehr gab. Komisch eigentlich, was ist da passiert? Lag die Uhr vielleicht jahrelang in der Schublade des Konzessionärs und er hat jetzt gedacht, naja, jetzt hauen wir sie raus. Es sieht auch danach aus, weil eben die Uhr kein entspiegeltes Glas hat und die GMT Master der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder wie viel, haben ja alle entspiegelte Gläser, die hat keins, also Ladenhüter sozusagen, Schubladenfund, was auch immer, Tresorfund, ja. Kann aber andererseits nicht sein, denn die Uhr hat ein Oysterband verbaut, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht für die Uhr und sie hat die aktuelle Garantiekarte. Also, was ist da los? Lag die so lange bei Rolex rum? Hat Rolex aus irgendwelchen Ersatzteilen quasi, wie heißt es, Last In, First Out? Nein, First In, First Out und dann hat man ganz hinten noch so ein Inlay gefunden und ganz hinten noch so ein Glas gefunden, hat das zusammengesetzt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war jedenfalls sehr, sehr skurril, sowas zu sehen und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Finde es aber trotzdem irgendwie ganz spannend, er wohl auch, deswegen wird er jetzt die Uhr behalten und ich wünsche ihm viel Tragefreude damit. Ja, ja, das Forum, es bietet immer wieder viel Inspiration für Themen, für diese unsere Weekly Sessions und in dem Fall auch hier nochmal ganz besonderen Dank an die Foren-User, die jeden Tag so viel posten und so viele Themen posten und so viele Input liefern. Das liest man immer gerne, sofern man
gutes Internet hat. Hinweisen muss ich euch in dem Zusammenhang unbedingt noch auf einen sehr, sehr schönen Thread, den ich im Forum gelesen habe. Da geht es darum, dass ein User vor 45 Jahren, zu dem Zeitpunkt zum Tag genau 45 Jahren, seine erste Rolex bekommen hat. Und zwar zum Abitur damals eine Rolex Explorer 2 Orange Hand. Hier mal ein Symbolfoto. Die Geschichte dahinter, wie das alles zustande kam und was die Uhr so alles erlebt hat in den 4,5 Jahrzehnten, echt schön zu lesen. Und für so Sachen liebe ich das Forum ja ganz besonders. Also schaut da unbedingt mal rein. Ich verlinke es euch natürlich. 29,7 Grad inzwischen unter den Scheinwerfern hier. Wir machen weiter mit Neuheiten und hier mit Tudor. Tudor hat eine neue Uhr präsentiert. Ein neues Sondermodell. Yay, hatten wir schon lange nicht mehr. Wobei, wer regelmäßiger Formel 1 Zuschauer ist, der kennt die Uhr schon. Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda tragen sie nämlich schon eine ganze Weile. Es ist die offizielle Uhr eben jenes Formel 1 Teams Visa Cash App RB und so blau wie der Rennwagen. So blau ist hier auch das Zifferblatt, verbaut in der 41 mm großen Tudor Black Bay Keramik als Masterchronometer, kommt an einem Hybridarmband aus Leder und Kautschuk mit blauen Nähten. Zusätzlich gibt es noch ein Textilband mit einem blauen Mittelstreifen. 5.140 Euro der Preis, damit der gleiche wie beim Serienmodell. Ja, naja, bin gespannt, wie das Blau live wirkt. Ich hätte ja tatsächlich mehr Spaß gehabt an der Variante, die zum Miami Grand Prix rauskam, diese Chamäleon-Variante. Die hätte ich natürlich noch ein bisschen cooler gefunden, aber ich glaube auch das Blau dürfte ganz lässig sein. Ebenfalls noch nicht live anschauen konnte ich mir jene Ausnahmeuhr, die Breguet die Tage vorgestellt hat. Das ist diese hier, die Breguet Classique Doppeltourbillon Caille d'Orloge. Was für ein Teil, 46 mm Durchmesser. Okay, das ist eine Ansage, aber die Größe braucht es nun mal auch für das Kaliber 588 N2. Doppeltourbillon aus Gold auf einer Brücke, die sich einmal in 12 Stunden um sich selbst dreht und somit auch als Stundenzeiger fungiert. Jedes Tourbillon vollführt darüber hinaus nochmal eine volle Umdrehung pro Minute. Das Ganze ist nicht gänzlich von Grund auf neu. Wir hatten hier in den Sessions so ähnliche Modelle schon mal. Was hier jetzt neu ist, das ist der besondere Fokus auf das Kunsthandwerk im Hause Breguet. Sprich das Giochieren, das Gravieren und das Anglieren. Für die Uhr hat man an einer ganz neuen Giochierung oder Giochage gearbeitet, die da heißt Flinqué Rayonnement. Jetzt werden die des französischen Mächtigen unter euch wieder schmunzeln, ob meine Aussprache. Soll jedenfalls an die Darstellung regelmäßiger Schallwellen erinnern und ist unter dem Saphirglas-Zifferblatt natürlich auch schön zu sehen. Die Gravur auf der Rückseite, die übrigens zeigt eine Luftaufnahme der Werkstätte von Abraham Louis Breguet am eben Caille d'Orloge 39. Die Gravur, natürlich von Hand, benötigt mehr als 100 Stunden. Gearbeitet wurde hier mit Reliefgravur, Flachrelief sowie einem Tiefdruckverfahren. So, jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was die Uhr kostet. Würde ich auch gerne wissen, aber wie so oft Preis auf Anfrage. Was ich so rausgehört habe, da steht im Raum was von rund 680.000 Schweizer Franken. Aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Traumschöne Uhr jedenfalls. Einzig, und da wird mich jetzt auch wieder eure Meinung interessieren, dieses Band. Die Uhr kommt an einem blauen Kautschukband und irgendwie, ich meine, die Uhr ist laut Anleitung dicht bis 1,5 Bar. Das ist quasi nix. Also wirklich sportiv wird die sowieso nicht getragen. Insofern wirkt gerade auch in Verbindung mit dem feinen Werk das Band auf mich so ein bisschen deplatziert. Also klar, wer jetzt 680.000 Franken auf dem Tisch liegt, der kriegt von Breguet sicherlich auch noch ein anderes Wechselband nach Wunsch dazu. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie sich da nicht lumpen lassen. Aber so vom Grundsatz her verstehe ich nicht, warum sie die Uhr mit diesem Band rausgebracht haben. Kommen wir nun aber zu Neuheiten, die ich mir live anschauen konnte. Und die erste davon, die kommt von Longines. Die hatten ja letztes Jahr die Pilot Mayotech rausgebracht. Da gab es ein großes Review-Video drüber, das verlinke ich euch nochmal. Ich war ordentlich begeistert von der Uhr, speziell von der Funktion der Drehlünette mit dem innenliegenden Dreieck und dass man das wasserdicht bekommen hat. Jetzt kommt zur Serienversion im 43 mm Edelstahlgehäuse eine Titanversion in gleicher Größe. Limitiert allerdings auf 1935 Stück und mit einem, wie ich finde, super spannenden Zifferblatt, matt schwarz gekörnt und die arabischen Ziffern belegt mit grauem Superluminova. Das leuchtet dann bei Dunkelheit bläulich statt
grün. Die Uhr kommt an einem schwarzen Gewebeband und wird in einer Heritage-Sonderverpackung gleicher Farbe geliefert. Preis für die Version in Titan Grade 5 sind 5.300 €. Zum Vergleich, die Stahlvarianten liegen aktuell bei 4.100 €. Ist schon eine Weile her, dass ich die Uhr mir live anschauen konnte. Ich muss sagen, mir hat sie sehr gut gefallen. Ich fand es besonders spannend, dass sie so einen komplett anderen Look hat wie die Stahlvariante, obgleich ich jetzt nicht sagen könnte, welche mir besser gefallen würde. Aber auch hier schreibt mir gerne, welche Variante ihr den Vorzug geben würdet. Ebenfalls eine ganze Weile her ist mein Erstkontakt zur nächsten Neuheit. Die kommt von Certina und ist die dritte Variante der Certina DS Super PH 1000M. Diesmal als Variante für die Sea Turtle Conservancy, die Certina ja schon seit 2017 unterstützt. Die Farbe von Zifferblatt und Lünetteninlay bezeichnet Certina als blau. Naja, ich würde eher sagen, das geht so in die Petrolrichtung, oder? Dazu orangefarbene Akzente, das schaut schon richtig heiß aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einzig das Kautschukband fand ich farblich jetzt nicht so 100% matching, aber ich würde die Uhr wahrscheinlich eher am NATO tragen oder an einem anderen Durchzugsband. Wasserdicht jedenfalls bis 1000 Meter, Powermatic 80 Kaliber, 43,5 x 42 mm Gehäuse, Heliumventil, einseitig entspiegeltes Saffigas, das alles für gerade einmal 1.035 €. Damit gleicher Preis wie das schwarze Modell, das ja nur mit einem einfachen Textilband kommt, also fast schon ein Schnäppchen das Ganze. Bisschen teurer ist da die nächste Taucheruhr, die ich euch vorstellen möchte, und auch da spielt die Farbe Orange eine gewisse Rolle. Die Wempe Signature Collection verzeichnet einen Neuzugang. Diesmal kooperiert man mit Ulysse Nardin und das Ergebnis hört auf den Namen DiverNet Signature Collection. Ein verrücktes Teil, ich finde die Kollektion ja eh recht cool. Ein Innengehäuse aus Edelstahl, Flanken und Gehäuseboden aus Nylo-Excarbonium, 44 mm Durchmesser, 14,8 mm Bauhöhe, wasserdicht bis 30 bar 300 Meter, ein Sichtboden aus Saphirglas mit dem Logo der Wempe Signature Collection. 75 Stück wird es geben. Alle 75 Stück sind durchnummeriert. Also kein One-Off-Gedöns, sondern wirklich 1 von 75 bis 75 von 75. Hat man ja leider nur noch selten. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie das so gemacht haben. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass man auf übermäßige Logos verzichtet hat. Man hat den Hinweis auf dem Bodenglas. Man hat eine kleine Plakette im Armband. That's it. Also Plakette, streng genommen ist es ein Keramik-Inlay im Kautschukband. Neben dem orangenen ist auch ein schwarzes Band zum Wechseln dabei. Ich hatte die Uhr vorher schon auf Fotos gesehen, dachte mir, na, das mit dem durch dieses Keramik-Inlay durchbrochene Band, das könnte vielleicht etwas zu verspielt wirken, fand ich aber live überhaupt nicht. Ebenso hatte ich Bedenken, dass dieses orangene X am Zifferblatt zu sehr von den Zeigern ablenken könnte. Auch da kann ich sagen, im Live-Eindruck passt das ganz wunderbar. Das Blatt ist echt ein Hammer. Diese Struktur von dem Blatt ist ein Wahnsinn. Das Einzige, wo ich sagen muss, im Nachgang, als ich die Bilder bearbeitet habe, das ist ein Punkt, der mich so ein bisschen verrückt gemacht hat, das ist die Null auf der Lünette. Also wir haben da oben die Null und im ersten Moment denkt man, da müsste eigentlich eine 60 stehen und die 6 wäre irgendwie runtergefallen, aber ja, das ist wahrscheinlich auch eine höchst individuelle Sichtweise. Ansonsten, die Uhr hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Es ist ein schönes Stück. Der Preis liegt bei 15.750 € und wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, was Nylo-Excarbonium für ein Material ist. Das ist eine Mischung aus 60% Nylo, das ist ein Polyamid aus abgecycelten, ich liebe dieses Wort, Fischernetzen und 40% Carbonium. Da handelt es sich um Carbonfasern, die man aus den Verschnitten gewinnt, die beim Flugzeugbau anfallen. Präsentiert hat Wempe die Uhr in Berlin. Mein erstes Mal in der deutschen Hauptstadt seit Anfang 2020. Damals gab es Tegel noch. Lang, lang ist her. Lang, lang ist heute der Weg vom neuen Flughafen in die Stadt. Aber das ist eine andere Geschichte. Präsentiert wurde sie im Oderberger Stadtbad. Einem Schwimmbad, was natürlich das perfekte Ambiente für so eine Taucheruhrenpräsentation war. Das war richtig, richtig cool gemacht. Inklusive Wasserballett, inklusive Aufblasflamingo, Licht und Rauch. Ein mega tolles Event. Vor allem auch toll, dass ich wieder mal einige von euch
kennenlernen durfte dort. Es waren gleich einige Zuschauer des Kanals dabei, die mich angesprochen haben. Das hat mich sehr gefreut, mit euch ein bisschen zu fachsimpeln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, damit ich zu den Gesichtern dann auch den jeweiligen Nutzernamen irgendwie in Verbindung bringen kann. Einen Tag vor Berlin ging es für mich nochmal nach München. Ja, so vor den Sommerferien, Ende Juni, Anfang Juli, da hauen alle nochmal so die Termine raus. Auch hier in Wien war wahnsinnig was los. Man konnte gar nicht alle Termine wahrnehmen, so viele waren es. Aber diesen einen Termin in München, den habe ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne wahrgenommen, denn es ging zur neuen Vacheron Constantin Boutique auf der Maximilianstraße und da war ich extrem gespannt drauf. Die Boutique hat Anfang Juni ihre Pforten geöffnet. Ihr findet sie in der Maximilianstraße 27. Es ist die erste eigene Vacheron Boutique in Deutschland. Es gibt ja bereits eine in Frankfurt, die läuft aber in Kooperation mit Bucherer. Und ja, wie ich hörte, ist das jetzt dann auch mit Eröffnung der einzige Verkaufspunkt von Vacheron Constantin in ganz Bayern. Es ist natürlich immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man bei seinem Stammkonzessionär auf der Warteliste für irgendein begehrtes Modell stand und dann auf einmal der die Konzession verliert. Aber das kennen wir ja schon von anderen Marken. Da ist Vacheron ja nicht die einzige. Übrigens auch interessant, es gibt keinen Verkaufspunkt aktuell in Österreich. Mal schauen, wann sich das ändert. Also auch für die Österreicher, wenn sie eine Vacheron kaufen wollen, ist jetzt München der erste Anlaufpunkt, die neue Boutique. Ein Besuch da, das muss man allerdings schon sagen, lohnt definitiv. Die Boutique ist wirklich sehr schön geworden. Sie ist modern und doch gemütlich. Sie hat ein sehr offenes Konzept, bei dem die Uhren zum Teil nicht mal hinter Glas stehen. Das hat man ja auch eher selten. Was mich überrascht hat, sie hatten echt eine ziemliche Auswahl an Stücken da. Ich zeige euch hier parallel mal ein paar Bilder. Sie hatten sogar die 222, die 222 da, die habe ich wirklich seit der Vorstellung in Genf nicht mehr gesehen, war allerdings reserviert. Ein Glück, ich wollte gerade nachschauen, ob ich zufällig 80.000 Euro im Portemonnaie finde, konnte ich mir dann Gott sei Dank sparen. Ihr seht die Kunstwerke hier, die stammen vom in München ansässigen Künstler Ruben Benjamin. Sehr, sehr schöne Sachen dabei. Er selbst war auch zugegen an dem Abend und hat uns so ein bisschen gezeigt, wie man sein eigenes Kunstwerk malt. Ich selbst habe es auch ausprobiert. Das Ergebnis könnt ihr hoffentlich hier irgendwann mal in der Wand sehen. Aktuell noch nicht. Sie haben es mir noch nicht zugeschickt. Es hieß damals so total verwundert, das willst du echt zugeschickt haben? Also vielleicht sollte ich mich dann doch eher weiter an Videos vergnügen als an Kunst. So gut schien es wohl nicht gewesen zu sein. Aber das könnt ihr dann selbst beurteilen, wenn es irgendwann mal ankommt und es dann hier zu sehen ist. Auf jeden Fall, wenn ihr in München seid, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Lohnt sich. Super nettes Team dort. Tolle Uhren zu sehen. Nach einer blauen Stahl-Overseas braucht ihr da jetzt nicht fragen. Aber ja, das versteht sich ja irgendwie von selbst. Das wäre genauso, wie wenn man nach einer Cartier Crash fragen würde, in der aktuellen Wiener Boutique zum Beispiel. Schöne Überleitung, ach, geht so. Es sind allerdings jetzt auch schon 29,9 Grad. Das Hirn macht langsam nicht mehr so ganz mit, aber wir haben noch ein paar Themen. Die Cartier Boutique in Wien. Sie ist eröffnet worden jetzt auch im Frühsommer an der gleichen Adresse wie vorher auch, Kohlmarkt 1. Sehr, sehr schöne Adresse. Vorher gab es da ein Geschoss, jetzt geht die Boutique über drei Stockwerke. Das bedeutet 330 Quadratmeter Fläche fast. Gestaltet hat das Ganze Laura González. Die hat auch bereits das Innendesign des Cartier-Tempels in Paris gemacht. Ganz außergewöhnlich hier auch, weil sie sich sehr stark von Wien hat inspirieren lassen. So fällt direkt beim Reinkommen der riesige Panther auf. Wenn man den erblickt, denkt man automatisch gleich an die Kunstwerke von Gustav Klimt. Es gibt eine kleine Bar im Erdgeschoss. Es gibt im ersten Stock sogar ein kleines Wiener Kaffeehaus. Das kann ich euch hier allerdings leider nicht zeigen, denn das ist so gemütlich, dass die dort anwesenden Kundinnen mir und meiner Kamera partout nicht Platz machen wollten und ich sie natürlich auch nicht fotografieren wollte. Deswegen, das müsst ihr euch dann mal live anschauen, wenn ihr hier in Wien seid. Im zweiten Stock hat es dann ein gediegenes Zimmer für die etwas diskreteren Einkäufe, sowie dieser wunderschöne Erker hier. Von dem aus hat man Blick auf Kohlmarkt, auf Tuchlauben, auf Graben. Alles ist so ein wenig im Art-Deco-Stil gehalten, also sehr, sehr
sehr, sehr cool gemacht. Die Objekte, die ihr hier teilweise erblicken könnt, das sind ebenfalls welche von Wiener Traditionsunternehmen. Wir haben zum Beispiel Porzellanmanufaktur Augarten, wir haben Lobmeier oder Voka. An Produkten findet ihr natürlich so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Schmuck, Uhren, Parfums, Tücher, Taschen, was immer ihr wünscht. Also, wenn ihr vorbeischaut, seht zu, dass eure Kreditkarte genug Deckung hat. Ich sagte es ja schon, es tut sich viel in Wien, es hat sich viel getan in Wien. Jetzt die neue Cartier-Boutique, die Van Cleef & Arpels Boutique nebenan quasi, habe ich euch auch schon präsentiert vor einigen Sessions. Ja, viel los in Wien, viel los aber auch bei der Konzernspitze des Richemont-Konzerns. Und auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hier muss ich immer mal wieder so ein bisschen lugen, damit ich die Namen nicht durcheinander bringe. Was ist da passiert? Wir haben zum Beispiel Louis Ferlat, der war bisher CEO von Vacheron Constantin und geht nun zu Cartier. Dort wird er der Nachfolger von Cyril Vigneron, der in den Ruhestand geht und Chairman von Cartier Culture and Philanthropy wird. Catherine Renier, die CEO von Jägerle Coultre, die wechselt auch ihre Position, die geht zu Van Cleef & Arpels. Die Position hatte vorher Nicolas Beau oder Boss inne, der ist ja nun CEO geworden von Richemont. Das ist eine Position, die es so vorher nicht gab. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer übernimmt Vacheron und wer übernimmt Jäger? Das bleibt spannend. Bisher habe ich da noch keine Neuigkeiten erfahren, sollte noch was kommen, bevor dieses Video online geht, dann texte ich euch das hier rein. Aber nicht nur bei Richemont tut sich was, auch bei LVMH und hier bei Hublot. Wer hätte das gedacht? Also letztlich, Ricardo Guadalupe ist seit 2012 CEO der Marke, zuvor bereits 8 Jahre Managing Director gewesen, also wirklich ewig lang dabei und irgendwie war das so ein Urgestein, wo man dachte, der bleibt ewig, aber er zieht sich zurück, beziehungsweise er wird Ehrenpräsident der Marke und ihm nachfolgt als CEO, und das fand ich sehr überraschend, Julien Tornard. Der kam ja von Zenit, war ja lange Jahre bei Zenit, ist jetzt erst zum 1. Januar zu TAG Heuer gewechselt als CEO und wechselt jetzt zum 1. September bereits dann weiter zu Hublot. Ich bin sehr gespannt, was die Marke für Input bekommen wird durch ihn. Ich bin wirklich positiv gespannt. Ich könnte mir vorstellen, das wird sehr, sehr spannend werden. CEO von TAG Heuer wiederum wird nun Antoine Pin. Der kommt von Bulgari und war dort 4 Jahre lang General Manager der Uhrensparte. Solche Wechsel sind jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Gerade bei Richemont passiert das so alle paar Jahre. Dennoch schaut man da aktuell besonders hin. Ein Grund ist eine Sache, die jetzt dieser Tage passiert ist, die durch die Medien ging und die hat was mit LVMH zu tun, beziehungsweise genauer mit Bernard Arnault. Der hat nämlich, so hieß es, Anteile gekauft an seinem Hauptkonkurrenten Richemont. Und das, da fragt man sich schon, was passiert da, was soll das? Natürlich gab es direkt Gerüchte, dass da eine mögliche Übernahme im Raum stünde. Man muss aber sagen, er hat die Anteile privat gekauft, also nicht LVMH, sondern er selbst. Es waren auch wohl nicht wirklich viele, also es war unterhalb der Meldegrenze. Dennoch, man hat diese Info gedroppt und ja, das Ganze hatte natürlich so ein bisschen Auswirkungen auf die Gerüchteküche. Es könnten Nadelstiche sein, er ist ähnlich vorgegangen, wohl damals schon bei Gucci und bei Hermes. Beide Marken hat er letztlich nicht bekommen. Mal schauen, wie es so diesmal wird. Klar ist jedenfalls, gerade Marken wie Cartier oder Van Cleef & Arpels würden halt super in das Portfolio von LVMH reinpassen. So wird er sich denken. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, Johann Ruppert hat eigentlich keinen Grund aktuell zu verkaufen. Wie gesagt, könnten erste Pieksereien sein oder ein vorsichtiges Hallo, ich bin hier. Patek und AP hat er ja bisher auch noch nicht übernommen, also warum soll es jetzt hier passieren? Arnault jedenfalls wird zitiert mit den Worten, dass man Ideen für die Zukunft habe und dass er mehrere Marken kennen würde, die gut passen könnten und von denen er wisse, dass
die Eigentümer sehr glücklich wären. Eine dieser Marken, die er schon übernommen hat, das ist das Schweizer Unternehmen Svizza. Da gehört die Marke L'Epée 1839 dazu. Die kennt ihr wahrscheinlich. Das sind diese Tisch- und Wanduhren in diesen absolut verrückten Formen. Gemeint sein könnte allerdings auch die Sandoz Stiftung oder Sando, ich weiß es jetzt gar nicht, ich sage einfach Sandoz. Was steckt dahinter? Die haben eine Uhrensparte. Und am bekanntesten davon ist wohl, würde ich mal sagen, Parmigiani Fleurier. Es gibt allerdings noch andere. Es gibt zum Beispiel Vaucher, das ist der Werkehersteller. Sie haben noch Hersteller für Zifferblätter, für Gehäuse und für Spezialwerkzeuge, die man für die Produktion benötigt. Sind übrigens jetzt gerade die 30-Grad-Marke hier geknackt. Also, warm. Jedenfalls, die Sandoz Stiftung, die möchte diese Uhrensparte verkaufen. Die möchte sie allerdings im Ganzen verkaufen. Sie ist für sie nicht sonderlich lukrativ und sie möchte natürlich nicht, dass nur die Filetstücke wie eben Parmigiani rausgekauft werden, sondern sie möchte das im en bloc verkaufen. Und das könnte jetzt für Arnaud, für LVMH sehr interessant werden. Aber, und so war es zu lesen in der Handelszeitung und in Watch Pro, zwei Webseiten, die ich euch sehr ans Herz lege, da mal reinzuschauen, super interessante Infos, da war zu lesen, dass es derzeit ordentlich hinter den Kulissen brodle und Marken wie Patek, wie Rolex, Chopin, Chanel und Hermès nun gemeinsam nach einer Lösung suchen, um zu verhindern, dass eben diese Marken in Fremdbesitz kommen. Mal schauen, wie es da also weitergeht. Das bleibt sicherlich ganz spannend. Im Hinblick auf Richemont hatte übrigens Arnaud schon im Frühjahr wohl gesagt oder im Februar gesagt, dass er nicht die Absicht habe, Rupperts Strategie zu stören, er aber da sei, wenn er Unterstützung bräuchte, seine Unabhängigkeit zu bewahren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Unabhängigkeit zu bewahren, dann braucht ihr keine Milliarden dafür, über die würden wir uns natürlich auch freuen, sondern ihr wisst schon, was jetzt kommt. Wir freuen uns oder ich freue mich in dem Fall auf euer Like, auf eure Kommentare, wenn euch dieses Video gefallen hat und natürlich über euer Abo. Das würde sehr helfen. Bis zum nächsten Video könnte es jetzt wieder ein wenig dauern. Ich bin wieder unterwegs. Wenn ihr wissen wollt, wo, wie, was, dann folgt mir wie üblich auf dem Instagram-Kanal luxify-de. Da seid ihr live dabei, mehr oder weniger live und könnt sehen, was so alles passiert. Ansonsten, wir sehen uns hier wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, gehabt's euch wohl. Bleibt gesund und kauft euch eine gute Klimaanlage. Bis dahin, ciao.